Wo ist Neslin? Ich möchte zu ihr. Sie ist unterwegs, die Alrix abonnieren und weiterempfehlen. Oh, nun, dann mache ich das auch. Herzlich willkommen zurück bei den Alrix, bei Cthulhu Mittelalter, bei Cthulhu Dark Ages. Unsere tapferen Investigatoren sind in den Wald gegangen zur Hütte eines gewissen Bruder Benedikt. Und als ihr euch der Hüttentür genähert habt, sind euch Schwärme von Ratten entgegengekommen. Sie strömen aus dem Haus unter lautem Fiepen auf euch zu und ihr wisst sofort, die greifen an. Brigida, du warst die Erste, die sich der Hütte genähert hat. Du siehst aber auch, wenn ihr jetzt lauft, seid ihr schneller als die Ratten. Was wollt ihr tun? Rennen! Wir rennen! Franziskus! Bein in die Hand nehmen! Ich sehe von diesem kleinen Hügel runter zur Hütte und sehe die Mädchen da wegrennen. Sehe ich, was sie verfolgt? Ja, du hast dir den Kadaver des Rehs angesehen. Du kniest noch da, stehst auf, hörst einen Ruf, siehst zur Hütte und siehst, wie Neslin und Brigida wie vom Teufel gehetzt von der Hütte weglaufen in deine Richtung und zum Waldpfad. Und hinter ihnen, in gut 10 Meter Entfernung noch, siehst du ein gewaltiges Rattenrudel, wie ein Ball aus struppigen Haaren, Schwänzen, Zähnen und kleinen Krallen sind sie scheinbar aus der Hütte gekommen und laufen den beiden hinterher. Ja, dann, sobald sie in der Nähe von mir sind, nehme ich auch die beiden in die Hand und renne mit. Was habt ihr getan? Wir haben gar nichts getan, Franziskus, die sind einfach nur so da rausgesprungen. Ja, und dann hetzt ihr den Waldweg zurück, zwischen unter Laubbäumen hindurch, springt über das Unterholz, ihr hört Äste knacken und ja, wie weit rennt ihr? Ihr seid halt schneller als die Ratten und irgendwann ebbt das Fiepen ab und ihr hört es nicht mehr und ihr steht dann außer Atem mitten im Wald. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich glaube, da sollten wir Maßnahmen ergreifen und uns vielleicht Fackeln holen oder so etwas. Brennen wir die verdammte Hütte nieder. Naja, so weit müssen wir nicht gehen. Habt ihr gesehen, wie viele das waren? Ja, vielleicht haben die Viecher auch den Benedikt erwischt. Boah, das will ich überhaupt nicht sehen, sowas. Ich auch nicht, aber wir müssen herausfinden, was da passiert ist. Also ich denke, wenn wir zurück ins Lager gehen, um Fackeln zu besorgen, dann ist es wieder stockfinster, wenn wir den Rückweg antreten und da diese Augen im Wald. Ja, wenn wieder der Nebel aufzieht, dann haben wir schlecht. Das stimmt. Meinst du, vielleicht haben die sich jetzt im Wald verteilt und wenn wir wieder zur Hütte gehen, sind sie fort. Ja, wie weit haben wir uns entfernt von der Hütte? Ich würde mal sagen, den halben Weg von Hütte zu Lager. Also es könnte sich ausgehen, dass wir hinschauen und wir zurück sind, noch bevor Nacht ist. Ich würde sagen, nein, denn wir hatten ja, du hast ja schon 2 Kämpfe gemacht, ihr seid ja am Abend aufgebrochen und ein Schauplatz außerhalb des Lagers geht sich aus, dann bricht der Abend an. Also wenn ihr jetzt wieder zurückgeht, dann werdet ihr im Dunkeln den Weg zum Lager antreten. Das ohne Fackeln. Selbst mit Fackeln. Dieses Ding ist immer noch im Wald. Naja, uns bleibt eigentlich nichts übrig, als wieder zurück ins Lager zu gehen und vielleicht morgen vor dem ersten Kampf recht früh aufzustehen und zur Hütte zu schauen. Stimmt. Mit Fackeln. Vielen Fackeln. Oh ja. Dann geht ihr etwas langsamer diesmal und wieder zu Atem kommend den überwachsenen Waldweg zurück. Und ihr kommt dann wieder direkt bei eurem Zelt, wo der Weg in den Wald geht, heraus. Ja, und dann seht ihr, der Abend ist angebrochen im Lager. Es ist noch nicht dunkel, aber die Dämmerung liegt in der Luft. Es ist ruhiger geworden. Ja, gehen wir uns was zu essen besorgen und da verbringen wir die Nacht. Geht ihr alle zu dritt zu den Lagerköchen? Genau. Und holt euch
dort noch etwas zu essen. Ihr seht auch diesmal, es brät wieder wild über dem Feuer. Der Eintopf ist diesmal noch warm. Ihr seid früh genug, um noch etwas Warmes zu erwischen. Auch das über dem Feuer gebratene Fleisch ist noch, das Feuer ist noch an und es wird noch fleißig Essen ausgegeben. Frisches Brot liegt bereit und ja, auch Gemüse. Ich würde gern mit den Bauern dort ins Gespräch kommen und versuchen herauszufinden, ob sie den Benedikt irgendwann in den letzten Tagen im Lager gesehen haben oder sogar heute und wo man den wohl finden könne. Guten Abend. Guten Abend, guten Abend. Was dürfen wir dir anbieten? Wir haben uns schon versorgt. Vielen, vielen Dank, werter Herr. Aber sagt, ich habe eine Frage. Und zwar habe ich gehört, dass es hier einen Mönch geben soll, Bruder Benedikt, der für das kleine Volk eintritt. Wisst ihr, der dafür sorgen möchte, dass es uns besser geht? Er sieht sich etwas um. Es ist hier sehr viel los. Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Die hohen Herren wollen bewirtschaftet werden. Sag mir nur, wo ich ihn finden kann. Ist er hier im Lager? Tut mir leid. Ich kann jetzt nicht reden. Ich behalte ihm ein Auge und starre ihn nieder. Und warte darauf, dass er irgendwann mal eine Pause macht. Dass ich ihn erneut belästigen kann. Du kannst darauf warten. Also, wenn du hier stehen bleibst, ihn einfach niederstarrst, dann merkst du, wie der Andrang schon langsam nachlässt, die Ritter alle versorgt sind und weniger los ist und die Bauern und Köche langsam beginnen, sich wieder auf den großen Baumstamm zu setzen und selbst zu essen. Ganz kurz noch, Franziskus und Brigida, bleibt ihr hier oder geht ihr zurück? Ich habe es nie anders gemacht als vorher. Ich habe mir etwas genommen, habe ein paar freundliche Worte gewechselt und gehe dann zum Lager. Und Hans macht es. Ich gehe mit. Genauso. Okay. Ja, dann seid ihr wieder zurück bei eurem Zelt, während Neslin noch dort steht, unbeeindruckt starrend. Und tatsächlich, als Ruhe einkehrt, kommt er wieder zu dir. Also, da du noch hier bist, jetzt können wir reden. Ja, wie gesagt, ich suche Benedikt. Benedikt ist ein wahrer Segen für uns, der Einzige, der für uns eintritt und der sich gegen den Grafen stellt, um diese Farce von einem Turnier hier zu beenden, damit es uns wieder besser geht. Aber er ist auch deswegen sehr in Ungnade gefallen bei allem. Auch die hohen Herren in der Stadt halten nicht viel von ihm. Es ist nicht, es ist nicht sehr, sehr gern gesehen, hier von ihm zu sprechen, vor den anderen hohen Herren. Okay, ja, das verstehe ich, aber war er hier? Nein. Er war eine Woche bevor das Turnier anfing, hat er beim Grafen für uns vorgesprochen, um die Abgaben zu mildern. Aber ja, Petrissa sagt, sie haben ihn rausgeworfen. Seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen. Er bleibt aber ohnehin meist in seiner Hütte im Wald. Nun gut, dann wird man ihn wohl nur bei der Hütte finden, oder gibt es eine Chance, ihn, ich weiß nicht, zu einer Uhrzeit, hält er vielleicht eine Messe für das gemeine Volk irgendwo, wo man ihn antreffen könnte? Nein, er ist kein Priester. Man munkelt, er habe die Ausbildung zum Priester abgebrochen. Darum hat er auch mit der Kirche keinen hohen Stand. Aber er ist ein Mönch. Und also wenn wir etwas brauchen, gehen wir meist zu ihm zur Hütte. Nun gut, dann habt Dank für die Auskünfte und gehabt euch wohl. Einen schönen Abend noch. Und dann gehst du auch zurück zum Zelt. Ihr beide, Franziskus und Hans, ihr seid beim Zelt, ihr esst. Macht ihr dann noch irgendetwas oder bleibt ihr einfach hier und lasst den Abend ausklingen? Ich würde eigentlich das Notwendige für morgen zusammenpacken, wenn wir wieder zur Hütte gehen. Fackeln. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alles bei euch habt, aber wenn du etwas durchs Lager gehst, kannst du dir mit Sicherheit das Richtige zusammensuchen, sage ich mal. Dann bist du bei der Hütte und ja, du isst, du versorgst Schlachtesel, Schlachtross und dann hörst du einen Schrei. Hey, du da, Bursche! Drehst dich um und siehst, wie ein Ritter auf dich zustapft. Du bist doch Herold, oder? Ich hab dich auf dem Turnierplatz gesehen. Du gehörst doch zu Franziskus von Rothenau. Das stimmt, ja. Wie kann ich helfen? Also, ich hatte
Besuch und deswegen meinen Knappen und Herold weggeschickt. Jetzt kann ich sie nicht mehr finden, diese Faulpelze. Na egal, die Dirne hat das hier verloren, als sie mein Zelt verlassen hat. Er steckt dir einen gefalteten Brief entgegen. Was steht da drauf? Du kannst auch lesen, oder, Herold? Ja, das kann ich. Was hat ihr eine Dirne aufzuschreiben? Wie war ihr Name noch gleich? Ich bin Walbert von Iberkopf, neugierige Bursche. Ihr habt nicht beim Turnier mitgemacht, oder? Doch, natürlich. Nun gut, ich lese vor. Oh, ein Brief von Benedikt. Kennt ihr Was? Benedikt? Er ist Benedikt. Das ist dieser... Ich habe gehört, er hat eine Priesterausbildung abgebrochen und lebt irgendwo in der Nähe. Aha. Naja, das wird nicht sonderlich interessant sein, denke ich. Geht's da nur um einen Priester? Also, wie mir das scheint, ist das... Ja, ein Brief von einer Entschuldigung scheinbar an das Kloster, wo er die Ausbildung machen wollte. Nicht sonderlich interessant. Wer hat den Brief verloren? Eine Dirne. Eine Dirne. Kannt ihr den Namen? Ja, ich habe sie nicht nach ihrem Namen gefragt. Wie sah sie denn aus? Sehr unscheinbar eigentlich, wie die Mädchen vom Dorf aussehen, wie der Markt. Aber hat das jetzt irgendetwas mit mir zu tun? Nein, da muss ich euch enttäuschen. Na schön, na gut. Na gut, vielen Dank. Wenn alles gut läuft, würde ich morgen im Schwertring selbst auf Franziskus treffen. Richte ihm aus, er kann auch aufgeben, wenn er will. Und dann stapfte er zwischen den Zelten davon. Und dann... Und ich denke, dann wird auch Franziskus, du kommst zurück, hast alles gefunden für deine Fackeln, hast, ich sag mal, 3 Fackeln beisammen. Pechfackeln, Feuerstein, Zunder. Und siehst gerade, wie ein hochgewachsener Ritter mit Wappenrock von eurem Zelt wegstapft dir entgegen. Er hat einen Eberkopf auf grünem Grund auf dem Wappenrock und grüßt dich. Guten Abend, der Herr. Du kennst ihn nicht, aber er scheint dich zu kennen. Ich geh zum Zelt. Franziskus. Hans. Das war Walbert von Iberkopf. Er ist zu mir gekommen, weil er einen Brief gefunden hat. Eine Dirne, die ihn besucht hat, hat ihn fallen gelassen. Er ist von Benedikt. Von Benedikt? Von Benedikt. Okay, und was sagt er? Ich vergewissere mich, dass niemand in der Nähe ist. Ja, ihr seid allein. Doch ihr merkt, dass Gisela zu kauen aufhört und euch mustert. Gisela, komm her. Machen so eine Besprechung. Bereit? Das ist ganz schön brisant, was hier drin steht. Mir wurde klar, dass wenige Tote unter den Hohen Herren nicht ausreichen werden. Der Graf wird eine Lösung finden und sie wird wie immer auf unseren Rücken ausgetragen werden. Münzen, Ernte, Vieh, Brennholz, ja selbst unsere Decken. Er wird nicht aufhören, uns weiter zu schröpfen. Der Teufel selbst hat mir diese Wahrheit offenbart. Ich werde es tun. Ich werde ihn anrufen, wie schon so viele vor mir, und er wird mir zuhören. Ein Mann, so schwarz wie Ebenholz, berichtete mir Gottfried mit Hufen und Klauen und unendlichem Wissen. Verdammte Gottesmänner! Neslin, ich denke, du kommst zurück und du siehst, wie Hans, Franziskus und Gisela einen Kreis gebildet haben, die Köpfe zusammengesteckt. Ich stecke meinen Kopf dazu. Neslin, was geht hier vor sich? Ihr müsst herausfinden, wer von den Dirnen bei Walbert von Iberkopf war. Sie hat einen Brief verloren, von Benedikt. Was? Benedikt hat vor, den Teufel zu beschwören. Den Teufel? Kennt ihr einen Gottfried? Ich meine mich zu erinnern, das war doch der ehemalige Abt des Klosters. Der Teufel selbst! Wieso? Das hängt zusammen! Wieso findet das da... Ich nehme dir den Brief ab und lese ihn selber sehr langsam. Aber ich lese ihn. Das hört sich genauso an, also wie das, was im Kloster passiert ist. Das ist ein G. Das hatten wir noch nicht. Aber das klingt genauso wie der Teufel im Kloster. Mhm. Ganz recht. Mit dem ihr im Bett wart. Franziskus, ihr müsst mich nicht immer daran erinnern. Oh, verzeiht. Das war eine ganz fürchterliche Episode. Also, ihr müsst herausfinden, wer bei Iberkopf war. Na
schön, wie sieht der Mann aus? Naja, er kam mit einem Wappen, wo ein Eberkopf drauf ist. Ich denke, wenn sie ihn besucht hat, dann wird sie das wohl wissen. Sie war sehr unscheinbar, wie die Damen aus dem Dorf. Nun gut, ich schaue, was sich machen lässt. Ich mache mich auf den Weg zum Hurenzelt. Du gehst zum Zelt der Dirnen und ja, mittlerweile ist die Dämmerung angebrochen, es ist dunkel, die Feuerschalen brennen, Holz knistert, aber es ist noch sehr viel los im Lager, also hier schläft noch keiner. Okay, ich nehme als Vorwand, wir haben immer noch die Schüsseln von Petrissa, die uns ja am Vortag Essen gebracht hat da drinne. Das heißt, ich nehme die mit und trage sie wieder zurück als Vorwand, dass ich da hingehe. Okay, dann stehst du im Dirnenzelt mit den drei Schüsseln, streichst den Vorhang zur Seite und gehst in das Zelt. Und es ist fast vollkommen leer. Du siehst allerdings Kunigunde, mit der du gestern, glaube ich, gesprochen hast. Mhm, dann gehe ich auf sie zu. Kunigunde, hallo. Oh, hallo. Nestling, richtig? Genau. Ich bringe die Schüsseln zurück, die Petrissa uns gestern vorbeigebracht hat. Oh, davon weiß ich nichts, aber du könntest die einfach zu den Lagerköchen bringen. Ah, okay, ich dachte, sie hat selber einen Topf gemacht. Naja, wie auch immer. Nein, wir holen uns alles von den Lagerköchen. Okay, die haben solche Schüsseln. Dann werde ich sie dort vorbeibringen, aber sag, wie geht es euch in den letzten Tagen? Ist alles in Ordnung hier? Den Umständen entsprechend, würde ich meinen. Ja, ich verstehe. Aber ja, wenn sich das Schwertturnier dem Ende nähert, ist immer sehr viel zu tun, denn je mehr Ritter ausscheiden, desto mehr wollen sie sich vergnügen und desto mehr trinken. Ja, verständlich. Habt ihr selber einen Favoriten? Also, naja, ich denke, dein Franziskus ist ziemlich weit vorne. Ja, das stimmt. Er ist sehr gut, aber ich habe auch gehört, dieser Walbert von Eberkopf. Kennst du ihn? Sagt mir nichts, aber das heißt ehrlich nichts, denn ich kann mir die Namen nicht alle merken. Nun, sein Wappen ist ein Eberkopf auf grünem Grund. Ich denke, das habe ich schon mal gesehen, ja? Warst du zufällig einmal bei ihm? Also ich habe gehört, er soll nicht nur auf dem Schwertplatz sehr geschickt sein. Ich war bei ihm, ja. Okay, die Frage klingt jetzt vielleicht etwas komisch. Woher hattest du einen Brief von Benedikt? Ich habe keinen Brief. Wann warst du bei ihm? Gestern. Weißt du, ob sonst noch eines der Mädchen bei ihm war? Wahrscheinlich ja, aber es ist hier so viel zu tun. Ich habe keine Ahnung, wie er wann bei wem war. Und ehrlich gesagt, geht es auch nicht jedem etwas an. Also. Nur du hast schon mitbekommen, dass hier Ritter sterben wie die Fliegen? Ja, darüber haben wir gestern schon gesprochen. Und das Monster, das du gesehen hast? Wir haben es auch gesehen. Was? Und alles deutet darauf hin, dass Benedikt damit zu tun hat. Benedikt ist so ein lieber, netter Mensch. Er ist der Einzige, der sich um uns kümmert. Ja, das habe ich auch gehört. Hast du ihn gesehen? Natürlich, ich habe ihn schon oft gesehen. Ja, ich meine jetzt die letzten Tage. Nein, ich habe ihn schon vor dem Turnier nicht mehr gesehen. Er hat wohl mit dem Grafen gesprochen, um die Abgaben zu mildern. Und danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich bin aber auch nicht zu seiner Hütte gegangen, weil ich etwas brauchte. Und es ist, also ja, er kommt manchmal zu uns in die umliegenden Dörfer und geht seine Runden. Aber das nicht immer. Wer von den Mädchen hier könnte mit ihm Kontakt haben? Petrissa, würde ich meinen. Wo finde ich Petrissa? Sie wird irgendwo unterwegs sein, bei irgendeinem Freier. Natürlich, wo sonst? Ich warte hier. Dann sitzt du hier und wartest. Und wartest und wartest und dir wird sehr schnell klar, aus deiner eigenen Zeit, wenn du zu der Zeit auf eine Dirne wartest, an dem sie alle am meisten und am wahrscheinlichsten arbeiten, kann das eine sehr lange Nacht für dich werden. Dann frage ich mich mal durchs Lager, ob jemand die gute Petrissa gesehen hat.
Ja, du gehst wahllos hinaus, fragst irgendjemanden und er sagt, ich meine, ich habe sie am Turnierplatz gesehen, ja. Dann gehst du zum Turnierplatz, siehst, die Tribüne liegt mittlerweile im Dunkel, in der Dunkelheit, Fackeln sind in den Boden gesteckt und brennen, der Schwertring ist leer, komplett leer, es liegen große Strohballen an der Seite, die aufgetürmt wurden, die drei Kisten, die zusammengenagelt wurden, mittlerweile zwei als Aufstiegshilfe, wo der Herold steht, und ja, allerhand sonstiger Unrat liegt herum, Kisten und Baumstämme, die herangeschafft wurden, um drauf zu stehen. Und alles liegt in Dunkelheit, erhellt von ein paar Fackeln. Und ja, du siehst, hier ist am allerwenigsten los. Dann gehe ich zurück ins Lager und fange wieder an zu fragen. Irgendwann finde ich die schon. Du fragst halt wieder wahllos ein, der meint, sie bei den Lagerköchen gesehen zu haben, wo alle zusammensitzen und raunt ihr noch zu. Also, wenn's dunkel wird und die hohen Herren alle gegessen haben, dann holen wir uns das Fleisch, das übrig ist, das wir laut den Grafen eigentlich nicht haben dürfen. Aber das hast du jetzt nicht von mir. Niemals, aber vielen Dank für die Info. Und Petrisse ist oft dort am Abend und nimmt mit, was noch übrig ist. Könnte sein, dass du sie dort siehst. Jetzt keine Neuigkeit, aber dann gehe ich mal dahin. Bei den Lagerköchen ist diesmal sind die Feuer alle aus, der Braten ist kalt und sie sitzen zusammen im Dunkeln auf ein paar Baumstämmen und ja, du siehst schon, sie sitzen bewusst im Dunkeln, da sie das übrig gebliebene Fleisch essen. Und du siehst tatsächlich eine der Dirne mit einem Weidenkorb weggehen. Ist es Petrissa oder ist es irgendein anderer? Es ist nicht Petrissa. Ja, dann gehe ich trotzdem auf sie zu und frage, ob sie Petrissa gesehen hat. Oh, kennen wir uns? Du siehst, die ist neu, die kennst du nicht. Nein, ich bin Neslin. Hallo. Ich bin auch in dem Gewerbe tätig. Also, ja, wenn du essen willst, ich habe gerade etwas geholt, dann komm mit. Das Zelt ist so gut wie der andere Ort. Dann gehe ich wieder mit ihr zurück. Du merkst, mit voranschreitender Nacht wird das Dirnenzelt wieder voller. Viele kommen zurück und jetzt siehst du auch Bianca, die Blonde, unter all denen. Und von der kannst du dann tatsächlich erfahren, sie meint, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Petrissa an einer der Feuerschalen am Lagerrand gesehen zu haben. In welche Richtung? Richtung Wald oder andere Richtung? Richtung Wald müsste es sein, ja. Bei den Lagerküchen vorbei und dann in diese Richtung. Ich kann es nicht beschwören, aber ja, na vielleicht gut, hilft es hier. Hab Dank, dann suche ich dort weiter. Du gehst hinaus, siehst, wieder sammeln sich mit der Dunkelheit Nebelfetzen zwischen den Zelten. Die Feuerschalen wird beständig frisches Holz gelegt, von manchen Zelten wird falsch, aber mit Inbrunst gesungen und immer noch steigen einige Dirnen durch den Zeltdschungel mit der nun vorangeschrittenen Nacht werden die Nebelschwaden sehr, sehr schnell dichter und die Geräusche immer leiser. Du hörst Pferde scharren und schnauben und kalter Tau sammelt sich auf den Zeltplanen um dir. Der Mond über dir ist durch tief hängende Wolken kaum sichtbar. Und als du dich dem Waldrand näherst, trägt der Wind leises Schluchzen an dein Ohr. Ich nähere mich dem Schluchzen, aber vorsichtig und schleichend. Ich möchte nicht, dass man mich sieht. Verborgen bleiben. Geschafft. Hast du geschafft. Was hast du denn gewürfelt? Einen normalen Erfolg, aber ich könnte ein Glück ausgeben, dann hätte ich einen schwierigen Erfolg, falls es irgendwas hilft. Okay, nein, hilft dir gar nichts. Oh. Du folgst dem Geräusch, schleichst durch die Zelte und siehst bald die Umrisse einer Gestalt vor einer der großen Feuerschalen am Lagerrand. Frisches Holz ist aufgelegt und knistert. Es ist eine Frau. Sie sitzt da, die Hände um die Füße geschlungen, zu einem kleinen Päckchen, und du hörst eindeutig schluchzen. Dann gehe ich zu der Person hin und knie mich neben sie und spreche sie an. So, geht es euch gut? Als sie dich hört, springt sie auf, wischt sich schnell einige Tränen aus den Augen und starrt dich an. Du siehst, es ist Petrissa. Oh, Petrissa. Was ist los mit dir? Oh, hallo, Neslin. So spät noch unterwegs. Was ist los mit dir? Ist alles in Ordnung?
Nichts, nichts, nein, ich wollte nur allein sein. Es ist schwerer zu ertragen, als ich dachte, das Turnier und alles. Aber was machst du hier allein am Waldrand? Das ist doch ein wenig gefährlich, mit all dem komischen Nebel hier. Du hörst das laute Wiehern eines Pferdes und irgendwo reißt Zellstoff. Irgendetwas wird umgeworfen, dann ein Schrei. Petressa dreht sich zu dir um und drückt dir etwas in die Hand. Es ist ein kleiner Zweig. Es tut mir leid, haucht sie und weicht etwas zurück. Dann hörst du einen Ruf. Bär! Bär! Der Ruf klingt schrill. Noch mehr Pferde werden unruhig und du siehst Flammen. Langsam klettern Turnierteilnehmer aus ihren Zelten, blicken sich verschlafend um, dann bricht der Trubel vollends los. Petressa ist verschwunden und die schrille Stimme kommt immer näher. Bär! Bär! Ein Herold stolpert durch die Nacht, sieht dich, klammert sich benommen an dir fest. Bär! Du siehst klar und deutlich den Teil eines Hufabdrucks von einem Pferd direkt auf seiner Stirn, blutig und eingedrückt und irgendeine Masse, die du nicht näher bestimmen willst, quillt heraus. Und es wundert dich, dass er überhaupt noch so weit gehen konnte. Du merkst, da ist nichts mehr zu machen. Die Wunde ist tödlich. Die Arme, die dich gepackt halten, erschlaffen bereits und er sinkt einfach zu Boden. Hinter dir siehst du, wie ein Zelt lichterloh in Flammen steht. Eine richtige Feuersäule. Ach, schon wieder. Ja, ich renn da hin und schaue, ob ich irgendwas helfen kann. Du siehst, ja, ein Zelt steht lichterloh in Flammen. Das Streitross, welches daneben angebunden war, hat sich losgerissen. Bauern, Knappen, Herolde, Ritter laufen hektisch umher und versuchen, die Flammen zu ersticken. Erschwert durch den dicken Nebel, der die Orientierung erschwert und auch das Heranschleppen von Wassereimer behindert. Bis endlich eine einigermaßen funktionierende Kette zum Brunnen gebildet ist, hat das Feuer bereits auf zwei weitere Zelte übergegriffen. Und die drei Zelte sind bis auf die schwarze Wiese abgebrannt, ehe die Flammen gelöscht sind. Und ihr beide bekommt natürlich auch den Trubel mit, kommt aus dem Zelt und seht Zelte brennen. Eilig dorthin. Ihr lauft dorthin, seht allerlei Turnierteilnehmer auf den Beinen um die Zelte stehen. Eine davon ist Neslin. Ihr seht sie von hinten, wie sie vor den heruntergebrannten Zelten steht. Und neben euch stehen rußbeschmierte Bauern, sie husten. Es wirkt allerdings niemand verletzt, außer beim dritten Zelt, das scheinbar als erstes gebrannt hat. Schon am Geruch merkt ihr, dass da drin jemand verbrannt ist. Wessen Zelt war das? Das war Walbert! Das war das Zelt von Walbert von Eberkopf! Wie ist das denn geschehen? Frag doch den, der morgen gegen ihn antreten soll! Wo ist Franziskus? Hier. Unsinn! Sein Herold! Ich hab seinen Herold gehört! Er hat Bär gerufen! Was? Wie wird das nur denn getrunken? Ein Bär im Lager, das ist doch Blödsinn! Wo ist der Herold? Wo ist der Herold? Und so wird wild durcheinander gerufen. Neslin! Franziskus! Was ist geschehen? Wer hat den Herold gesehen? Ich weiß es nicht, aber mir geht es gut. Ich habe auch Petressa gefunden, aber ich habe auch den Herold gesehen. Der Herold ist tot. Er wurde offensichtlich vom Schlachtross getreten und naja, da war nichts mehr zu machen. Aber er rief wirklich, er wie von Sinnen, Bär, Bär, rief er die ganze Zeit. Habt ihr einen Bär gesehen? Nein, aber was ist, wenn es dieses gelbäugige Monster war, was er für einen Bär gehalten hat? Wo ist er? Dort vorne bei der Feuerschale, aber es ist kein besonders erbaulicher Anblick. Schau mir das an. Ja, ihr hört immer noch, wie ein paar Leute herumrennen. Hat jemand den Herold gesehen? Ja, hier. Du, wo ist er? Und ein paar Menschen, Bauern wie Ritter, wie andere Herolde, wie Knappen, gehen dir nach. Und dir, Neslin. Und dann steht ihr alle bei dieser Feuerschale und seht einen Mann dort liegen. Einer dreht ihm um auf dem Rücken, ein anderer beugt sich schon über ihn. Hat er Bären getötet? Mach dich nicht lächerlich, siehst nicht seinen Kopf. Das Ross kriegt in Panik und hat ihn dort erwischt. Ihr seht deutlich den großen Abdruck eines Hufeisen.
Hufeisens. Für dich eindeutig das Hufeisen, mit dem das Streitross eines Ritters beschlagen wird. Und er hat es direkt auf der Stirn. Und du hast solche Wunden schon gesehen, wenn so ein Streitross ausschlägt und ihn erwischt. Also ein bedauerlicher Unfall. Ja, in der Tat, ein sehr bedauerlicher Unfall. Ja, dann gehen wir schlafen. Morgen sofort zu Benedikt. Ich möchte mir aber das Stöckchen angucken, was mir die Petrissa noch in die Hand gedrückt hat. Okay, mach eine Probe von Naturkunde. Ja. Geschafft? Geschafft. Normaler Erfolg. Das ist der Zweig einer Tollkirsche. Tollkirschen sind giftig und können bei Einnahme zur Nervosität, Krämpfen, Lichtempfindlichkeit, in schlimmen Fällen zu vorübergehender Blindheit und zum Tod führen. Trifft es mit den Symptomen überein, die toten Ritter haben? Wahrscheinlich schon. Ja. Okay. Petrissa hat scheinbar wirklich gemeinsame Sache mit Benedikt gemacht. Sie schien allerdings ein wenig verzweifelt vorhin. Wo ist sie jetzt? Ich weiß es nicht. Als dieses ganze Chaos ausbrach, ist sie im Nebel verschwunden. Ich habe nicht gesehen, wohin. Gehen wir zurück ins Zelt. Und dann geht ihr ins Zelt und schlaft. Am Morgen des dritten Turniertages hat sich der Nebel wieder verzogen. Die Leiche des Herolds wird, wie ihr mitbekommt, dem Grafen vorgelegt, zusammen mit den verkohlten Gebeinen des Walbert von Eberkopf und seinen Knappen, die man noch aus den Trümmern des Zeltes ziehen konnte. Die werden im Gegensatz zu dem Herold, der noch als Leiche geborgen werden konnte, in jeweils einer sehr kleinen Kiste verstaut. Und ja, ihr seht jedoch, dass auch dieses Unglück das Turnier nicht lange zu überschatten vermag. Es ist der Tag der finalen Kämpfe im Schwertturnier und es riecht bald nach gebratenem Hirsch, Schwein und Fasan, dünnes Bier wird ausgeschenkt und der Graf versammelt sich zusammen mit den Würdenträgern der Stadt auf der Tribüne, wo auch alle Teilnehmer erwartet werden. Diesmal steht jedoch kein Ausruf auf den Kisten beim Schwertring, sondern der Graf persönlich befiehlt von der Tribüne aus Stille. Franziskus von Rothenau tretet vor. Ich trete vor. Du trittst auf den Platz der Tjoste, direkt vor den Tribünensitz des Grafen. Nächtens, setzt er an, ereignete sich ein tragischer Unfall. Das Zelt des Walbert von Eberkopf fing Feuer und verbrannte selbigen zusammen mit seinem Knappen Friedrich. Der Herold des Herrn Walbert wurde von Walberts Streitross erschlagen, welches im Angesicht des Feuers die Kontenance verlor. Aus diesem tragischen Grund fällt der erste Kampf des Morgens aus und ich erkläre hiermit zum Sieger Franziskus von Rothenau. Er wird hiermit am Nachmittage um ein Preisgeld von 85 Schilling streiten. Dann setzt er sich wieder, nickt in Richtung des Schwertrings und der neue Ausrufer, der Schreiber, den er vom Eingang kennt, klettert wieder auf seine Kisten und entrollt sein Pergament. Höret, höret, nun treten also an Karl Otto von Hottenbach und Wilderich von Goldochs. Herolde, tut eure Pflicht. Und wieder erfolgt eine Vorstellung in den blumigsten Worten, die sich gegenseitig hochschaukeln. Bauern zusehen, alle stehen auf Kisten, auf Baumstämmen, winken mit dem Bier und ja, der Kampf beginnt. Und du, Franziskus, stellst fest, dass du durch den Unfall der Nacht einen freien Vormittag hast. Du brauchst nur noch einen Kampf bestreiten. Ein saurer Nachgeschmack, möchte ich meinen. Gehen wir in den Wald. Zuerst, Petrissa. Petrissa. Meint ihr wirklich, sie ist wieder aufgetaucht? Ich glaube nicht, dass wir sie finden können. Ich glaube auch nicht, das ist verschwendete Zeit. Lass wir uns können ja am Zelt vorbeigehen. Gehen beim Dillenzelt. Am Dillenzelt vorbei und dann holen wir unsere Sachen. Ich kann sowieso nicht hinnehmen. Also, ich sollte nicht hinnehmen. Geh beim Dillenzelt vorbei. Ihr merkt jetzt, wo alle beim Turnier sind, ist das Lager sehr, sehr leer. Also ihr habt fast alles hier für euch. Es gibt ein paar Menschen, die durchgehen, aber jetzt bei den finalen Kämpfen sind fast alle dort. Auch die Dirnen sind dort. Und ihr tretet ein und findet halt ein komplett leeres Zelt vor. Wo schläft Petrissa normalerweise? Weiß ich nicht genau. Durchsuchen wir einfach alles.
Wir durchsuchen es schnell und effizient und suchen nach Schriftstücken. Okay, wer durchsucht? Ich suche. Damit bekommst du einen Strafwürfel auf die Probe für verborgenes Erkennen oder Spurensuche. Kannst du dir aussuchen? Es ist beides nicht geschafft, von daher. Wenn niemand drin ist, möchte ich auch suchen gehen. Ja, aber ebenfalls mit einem Strafwürfel. Denn wenn ihr alle das schnell untersucht, ohne zu wissen, wo sie schläft, ihr könnt das gleichzeitig tun, ja, aber ihr bekommt einen Strafwürfel drauf, weil ihr zu wenig Informationen habt. Verborgenes Erkennen. Oder Spurensuche, würde ich auch gelten lassen. Verborgenes Erkennen. 36, geschafft. Ihr durchwühlt die Kojen, Nesslin wirft einfach alles raus, was sie findet. Du gehst etwas umsichtiger ums Werk, musst du ja auch, da du nicht so viel siehst. Siehst dir alles sehr genau an und hast scheinbar einen Glückstreffer gelandet, denn ob es nun Petrissas Koje ist oder nicht, das kannst du tatsächlich nicht feststellen. Keine Ahnung, könnte auch jeder sein, aber du findest in einem kleinen Leinenbeutel am Rande des Bettes, also so zwischen Zeltplane und Bett gesteckt, findest du einen weiteren Brief. Neslin, tatsächlich! Ich habe in das Antlitz des Teufels gesehen und er hat mich geschaut. Hoch war der Preis, den er mir zu zahlen auferlegte. Er erschien mir nicht in Gestalt, sondern bemächtigte sich meiner. Zu diesem Zwecke formte er mein Fleisch um, auf das es geeignet sei, ihn aufzunehmen. Er gab mir, was ich begehrte, denn er wusste, was ich begehrte, noch bevor er mir gegenüberstand. Sieh mich nicht an, betritt meine Hütte nicht. Du findest die Fiolen unter der Eiche. 8 Tropfen, nicht mehr und nicht weniger, in jeden hochgeborenen Kelch. Die Toten landen bei Einhard, er weiß, was zu tun ist. Sie dienen als Preis. Der Teufel entließ seine Dämonen für mich, sie graben sich aus der Erde und laben sich an dem Fleisch unserer Opfer. Wenn am dritten Tage der Nebel kommt, hängt einen Zweig der Tollkirsche an eurer Türen und Zelte. Geht nicht hinaus, wir werden das Teufelswerk verrichten. Benedikt. Oh mein Gott. Es ist schon in Gange. Heute. Heute. Ist der dritte Tag. Heute Abend. Wenn der Nebel kommt, werden wir Teufelswerk verrichten. Was sollen wir tun? Auf zu Franziskus. Er weiß bestimmt Rat. Dann geht ihr hinaus und ihr seht Franziskus wie ein Türsteher. Steht er vor der Tür, blickt sich um und du siehst sie herauskommen. Mit einem Zettel in der Hand. Ich hab was gefunden. Es ist zu spät. Ein Zettel von Benedikt. Er ist bereits besessen vom Teufel, wie damals im Kloster. Und heute Abend, wenn der Nebel kommt, wollen sie das Teufels Werk verrichten. Sie werden alle umbringen. Wenn am dritten Tag der Nebel kommt, hängt einen Zweig der Tollkirsche an eurer Türen und Zelte. Geht nicht hinaus, wir werden das Teufels Werk verrichten. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder sammeln wir 1 Million Zweige von Tollkirschen und hängen jedes Zelt damit an, oder wir besiegen Benedikt. Franziskus, wenn ihr das Turnier gewinnt, könnt ihr vielleicht einen Wunsch beim Grafen äußern und sagen, zu eurer Ehren soll sich jeder einen Tollkirschenzweig ans Zelt hängen. Macht doch keiner mit. Naja, wenn der Graf es befiehlt. Ich glaube nicht, dass ich einen Wunsch frei habe beim Graf, der wird mir das Geld geben und das war's. Es wäre eine Absicherung. Wäre eine Absicherung. Vielleicht kann man dem Grafen auch diesen Strieb zeigen und der... Ich weiß nicht, ob er so etwas glauben würde, aber... Ich kann den Grafen schwer einschätzen. Ich weiß nicht, was er tun wird. Wir sollten trotzdem zur Hütte gehen und... versuchen, Benedikt... Ich meine, vielleicht finden wir die Fiolen und können sie als Beweismittel auch vorlegen. Auf zur Hütte. Dann geht ihr, während alle anderen noch bei den Turnierkämpfen sind, ihr hört das Schlagen von Schwerter auf Rüstungen, ihr hört das Jubeln der Menschen, ihr hört den Ausrufer, Sieger und Verlierer ausrufen und während all dem geht ihr zu eurem Zelt, sammelt eure Fackeln zusammen und begebt euch dann auf den kleinen Waldweg hinter eurem Zelt und geht wieder in den Wald. Hört ihr diesen Jubel, wenn sie nur wüssten, was ihnen bevorsteht? Dann geht ihr
dem Pfad entlang, bis ihr zur Hütte kommt. Und schon bevor ihr die Hütte seht, riecht ihr Rauch. Die Hütte ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Ich gehe hin zur Hütte. Schaue, ob ich vielleicht noch irgendwo Spuren finde. Du gehst durch, räumst ein paar verkohlte Balken beiseite, aber ja, hier ist nichts mehr zu finden. Schauen wir, ob wir von den Violen wenigstens noch einige finden. Unterm Baum. Vor der Hütte steht immer noch die riesige Eiche. Stimmt. Unangetastet. Wenn ihr da sucht, bitte eine Probe auf Verborgenes erkennen. Ja, versuch ich mit. Nicht geschafft. Normaler Erfolg. Da gebe ich kein Glück aus. Zwischen den Wurzeln liegt ein kleiner Sack aus Leinen. Darin befinden sich 5 Violen mit einer dunkelroten, fast schwarzen Flüssigkeit. Seid vorsichtig, Franziskus, das ist sicherlich sehr giftig. Ich nehme es an mich und mache ganz vorsichtig eine Fiole drauf und rieche dran. Es riecht bitter. Kann ich das identifizieren? Mit einer Probe auf Gebräue vielleicht. Nicht geschafft, aber ich mag kein Glück ausgeben. Naja, das wird Tollkirsche sein. Es bleibt nichts anderes über, als zurückzugehen. Nun gut, dann gehen wir zurück. Dann geht ihr zurück. Und ja, ihr kommt im Lager an und ja, ihr wart jetzt einige Zeit unterwegs. Ihr habt den Schauplatz außerhalb des Lagers besucht, ihr habt einen innerhalb des Lagers besucht. Es ist Nachmittag. Die Lagerköche haben Essen ausgeteilt und es ist jetzt die Zeit, wo sich alle wieder am Turnierplatz versammeln für den finalen Kampf. Franziskus, ihr müsst das Turnier gewinnen. Wir müssen diese Katastrophe heute Abend aufhalten. Nun, und ihr seid in einer durchaus besseren Position, wenn ihr jetzt als Sieger hier hervorgeht. Dann, Franziskus und Hans, geht ihr zum Turnierplatz. Neslin, du siehst, als du zum Turnierplatz gehst, zwei der Dirnen miteinander sprechen und ins Zelt gehen. Eine davon ist Bianca, du kennst ihre blonden Haare. Geht schon vor, ich komme gleich nach. Ich gehe den beiden hinterher. Okay, gehst den beiden hinterher. Ihr beide geht auf den Turnierplatz und ihr seht, es herrscht Hochstimmung. Der Ausrufer kündigt mit bereits krächzender Stimme den letzten Kampf an. Der letzte Kampf mit dem Schwerte zur Bestimmung des Siegers. Die Lagerköche verteilen grobe Holzschüsseln mit Eintopf an alle, auch an das Volk. Die Euphorie verselbstständigt sich. Neslin. Ganz kurz noch zu dir. Du gehst ins Zelt und siehst dort drin Bianca und eine andere der Dirnen, die du noch nicht kennst. Und ja, sie sieht dich. Oh, Neslin, ist nicht der große Kampf deines Ritters heute? Ja, ich werde auch dorthin eilen. Sag, hast du Patrissa gesehen seit gestern? Es ist noch nicht lange her, da kam sie hierher und sie wollte sich mit Einhard treffen. Sie ist zum Friedhof. Hat sie etwas gesagt über Tollkirschenzweige aufhängen? Nein. Das klingt jetzt wirklich seltsam, aber du musst mir vertrauen. Weißt du, wo Tollkirschen wachsen? Ja, es gibt sie überall hier in der Umgebung. Ich denke schon, dass ich sie finde. Besorg dir einen Zweig und hänge ihn über den Zelteingang. Und heute Nacht, wenn der Nebel aufzieht, geht nicht hinaus. Bleibt hier und hängt diesen Tollkirschenzweig vor die Tür. Okay. Ich weiß, klingt komisch, aber tu es einfach. Puh, ich gehe zum Friedhof. Okay. Dann verlässt du das Zelt der Dirnen, gehst hinaus und merkst, dass dir Bianca dann noch einmal nachläuft. Neslin, wenn du zum Friedhof gehst, kann ich dich begleiten? Ja, natürlich. Also, Patrissa geht mir aus dem Weg, uns allen, also... Ja, sie ist irgendwie darin verwickelt und... Ja, komm mit. Du gehst also mit Bianca zum Friedhof, du siehst ja wieder alles am Turnierplatz versammelt, du siehst, hörst noch, wie der Herold die Kämpfer vorstellt, Franziskus von Rothenau, Wilderich von Goldochs und ja, ihr beide entfernt euch zusammen vom Lärm des Lagers, geht die Straße hinauf zum Friedhof und du siehst schon, diesmal steht das Tor offen. Es war nie versperrt. Aber diesmal steht es halt ein Spaltbrett offen daneben, die alte Glocke. Und ja,
da steht ihr dann. Ja, ich gehe rein. Du gehst rein, Bianca ist hinter dir. Und ja, dann stehst du halt wieder auf diesem komplett überwucherten Friedhof. Und ja, wo du hier stehst, siehst du noch nicht bis zu dieser Hütte oder den Gräbern, sondern du musst dich tatsächlich hier bewegen, um etwas sehen zu können. Bianca, ich denke, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein und uns nicht unbedingt gleich sehen lassen, weil ich weiß nicht, was wir da finden werden. Es ist Petrissa. Du weißt nicht, was hier vorgeht, aber hier gehen Monster um des Nachts und der Teufel ist am Werke. Naja, dann geh vor. Ja, und ich schleiche. Mach bitte eine Probe auf Verborgen bleiben. Eine Eins. Eine Eins. Ein extremer Erfolg. Okay, also du bist extrem leise. Du kennst das Gelände, du bist extrem leise und weil es ein kritischer Erfolg war, würfel dich jetzt auch nicht für Bianca. Sie ist einfach hinter dir und genauso leise. Und dann schleicht ihr zusammen über diesen Friedhof. Wo möchtest du hin? Naja, hoch zur Hütte und diesen Gräbern, die da aufgeschaufelt wurden. Du schleichst dorthin und bei diesen Gräbern oben steht der alte Mann mit den weißen Haaren, Einhard, der Totengräber, mit einem, er hat einen Spaten dabei, so einen Holzspaten. Und ja, du kannst eine Probe auf Menschenkenntnis machen. Diesmal geschafft, schwieriger Erfolg. Also du siehst von dort unten, der nähert sich dem den Gräbern genauso gern wie du. Also er schwitzt, er sieht aus, als hätte er lange nicht mehr geschlafen, er hat Angst und ja, er macht dort irgendetwas, aber jetzt nicht, weil er es will. Sehen wir Petrissa irgendwo? Nein, die siehst du eigentlich nicht. Nun, ich denke, wir können uns ihm zu erkennen geben. Er scheint nicht gerade erpicht darauf zu sein, die Gräber dort zuzuschaufeln. Ich würde dann aus dem Versteck raustreten und ihn rufen, mit erhobenen Händen sagen, Einhard, nicht wegrennen diesmal. Dreht sich um, kneift die Augen zusammen, bleibt aber stehen, sieht sich etwas um und wir sind hier, um zu helfen. Nimmt seinen Spaten und geht dir langsam entgegen. So in Abwehrhaltung. Okay, ich habe meine Hände weiter erhoben. Wir wissen, was hier vorgeht, Einhard. Was wisst ihr darüber? Alles. Und das ist der Moment, in dem dir jemand von hinten einen Sack über den Kopf stülpt. Das war so klar. Und dann spürst du, wie der Spaten dich an der Schläfe trifft. Mhm. Dann wird es dunkel.